Und heute den ganzen Morgen bei uns TV-Anwalt Ingo Lenzen. Der beantwortet gerne auch Ihre Fragen, liebe Zuschauer. Und das tut er vor allem, weil er ab morgen Abend eine neue Sendung hat. In Sat.1 Gold, 22.15 Uhr. Die da heißt Lenzen live, die Rechtsprechstunde. Geklappt. Nicht so einfach. Hat geklappt, ja. Ich habe den ganzen Tag schon Angst vor diesem Wort. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank. Wir haben das Ganze einfach mal so ein bisschen geklaut und nutzen das heute schon mal für unsere Sendung. Und die Zuschauer dürfen Fragen stellen und wir hören einfach direkt mal rein, was die erste Frage wäre. Die kommt von Miriam. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Miriam Görens. Ich komme aus Alsdorf. Und ich habe folgendes Problem. Mein Mann ist jetzt seit einiger Zeit aus dem Betrieb raus, hat knapp 3 Jahre dort gearbeitet und jetzt möchte er sich weiter bewerben. Unser Problem ist aber, dass er ein Arbeitszeugnis braucht, um sich weiter zu bewerben und sein ehemaliger Chef reagiert nicht. Wir haben auch schon eine Androhung gemacht per Einschreiben mit rechtlicher Schritte. Nur leider ist auch unser Problem, dass wir vom Amt abhängig sind und auch Aufstockung erhalten. Und jetzt fehlt eigentlich das Geld für einen Anwalt und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Können Sie uns da helfen? Ich schließe mich da gleich an. Ne? Das geht mir nämlich genauso. Können wir und müssen wir auch. Ja. Also in so einem Fall ist völlig klar. Es besteht natürlich ein Anspruch auf ein qualifiziertes Arbeitszeugnis und der Arbeitgeber muss es auch geben. So, jetzt nur die Frage, wie komme ich dazu, den dazu zu zwingen, dass es mir jetzt endlich gibt. Und wenn jemand kein Geld hat, kann er dennoch zu einem Anwalt gehen. Man kann also einmal erstens außergerichtlich sich einen Beratungshilfeschein bei einem Amtsgericht holen und dann arbeitet der Anwalt für dieses Geld, was der für diesen Beratungsschein bekommt. Oder aber, wenn es zum Prozess geht, dann kann man Prozesskostenhilfe beantragen, wenn man kein Geld hat. Und dann wird der Anwalt vom Staat bezahlt. Und wenn derjenige dann gewinnt, muss sowieso der Gegner noch übernehmen. Also ganz klarer Tipp, hin zum Fachanwalt für Arbeitsrecht in Ihrer Nähe. Und der kann Ihnen dann helfen und der wird Ihnen auch helfen. Das Finanzielle, glaube ich, spielt auch wirklich immer eine große Rolle, ja, weil das viele Menschen dann doch abschreckt. Man sollte sich da nicht vor abschrecken lassen. Unser Staat bietet Möglichkeiten, dass ich, wenn ich bedürftig bin und einen Anwalt nicht bezahlen kann, dass ich eben Prozesskostenhilfe bekomme. Und wenn ich Aussicht auf Erfolg habe, kriege ich den auch immer. Wir hatten gerade auch schon Fragen zum Thema Autofahren. Das ist ja immer so eine Sache. Man kriegt schnell mal so einen Strafbescheid, ob es jetzt bei Rotfahren ist oder geblitzt worden wegen zu schnell Fahrens. Und eigentlich geht man dagegen nie vor, weil man immer denkt, ich überweise das jetzt schnell und dann ist gut. Aber man kann sich da schon auch wehren gegen bestimmte Fälle. Also es kommt ja vor, dass man völlig unschuldig in so eine Situation hineingerät. Also wenn ich mein Auto verleihe und jemand anders fährt zu schnell, warum soll ich denn dann diesen Bußgeldbescheid bezahlen? Mhm. Also deshalb mein Tipp immer, wenn Sie so ein Schreiben bekommen, grundsätzlich anschauen, da steht ein Anhörungsbogen drauf, keine Angaben, nur zur Person und wieder zurückschicken. Am allerbesten zum Anwalt gehen und Akteneinsicht beantragen. Und erst dann, wenn ich die Akte gesehen habe, äußere ich mich zu dem Tatvorwurf. Vorher nicht. Ich muss erst mal wissen, was wird mir genau und konkret vorgeworfen. Kann ja sein, dass das Foto undeutlich ist. Wenn das Foto undeutlich ist, könnte man eventuell was deichseln, liebe Zuschauer. Ingo Lenzen, heute noch den ganzen Morgen bei uns. Sehr gut, dass du da bist, denn auch Sabine hat gleich noch eine Frage. Und auch Sie können uns weiterhin Ihre Fragen stellen unter info@ffs-sendung.de und dann gern auch die Telefonnummer mitschicken, dann rufen wir gerne zurück. Wenn es um juristische Fragen geht, dann ist wohl Ingo Lenzen absolut der Richtige. Ob Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Probleme im Job, er ist der bekannteste Rechtsanwalt Deutschlands und wir freuen uns sehr, dass er heute Morgen bei uns ist. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ab morgen sieht man dich live in Sat.1 Gold ab 22.15 Uhr, Lenzen live die Rechtsprechstunde. Und wir haben dich einfach mal geklaut für heute Morgen und wollen selber Fragen der Zuschauer klären. Wir starten einfach direkt mit Sabine. Guten Morgen, mein Name ist Sabine Kaufmann, ich komme aus Gelsenkirchen. Ich habe folgendes Problem. Mein Vater verstarb vor 4 Wochen. Meine Mutter, die als gesetzliche Betreuerin eingesetzt war, hat mein Vater bis zum Schluss eigentlich gepflegt in einem Heim. Nun hinterließ mein Vater eine größere Bargeldsumme, wo meine Mutter Zugriff drauf hat. Nun ist das Problem, meine Eltern sind schon seit 20 Jahren geschieden. Meine Frage ist nun, habe ich ein Anrecht auf dieses Erbe? Erstmal mein Beileid, liebe Sabine. Wie ist das? Kann sie sich da noch Ansprüche rechtens machen?
Also grundsätzlich musst du zunächst einmal fragen, hat der Vater vielleicht eine letztwillige Verfügung getroffen? Das heißt, hat er ein Testament gemacht? Da muss man natürlich erstmal schauen, was steht im Testament drin. Mhm. Wenn er kein Testament gemacht hat, dann ist die Sabine Miterbin oder vielleicht sogar Alleinerbin. Ich weiß nicht, gibt es noch weitere Kinder? Gibt es vielleicht eine Ehefrau? Wir hören hier, die erste Frau ist, von der war er geschieden. Die hat ihn aber gepflegt, deshalb gehen wir davon aus, es gibt keinen neuen Ehepartner. Also Sabine ist Erbin, wenn es kein anderes Testament gibt. Wenn es ein Testament gibt, in dem zum Beispiel die Sabine nicht drin steht, dann hätte sie aber auf jeden Fall einen Pflichtteilsanspruch. Das heißt, sie sollte sich auf jeden Fall einem Fachanwalt für Erbrecht anvertrauen, mit dem Gespräch führen. Die Mutter, die Betreuerin war, kann nicht einfach sagen, das ist jetzt mein Geld, das habe ich gebraucht oder das steht mir zu, weil ich den betreut habe. Das funktioniert nicht. Das heißt aber beispielsweise auch, dass wenn mich jemand enterbt, offiziell, dass ich dann trotzdem noch gewisse Ansprüche habe? Oder sind die dann... Also das kommt darauf an. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Kind deiner Eltern enterbt wirst, weil deine Eltern zum Beispiel sagen, der Bruder ist der Lieblingssohn und der soll alles bekommen, dann hast du dennoch einen Pflichtteilsanspruch. Okay. Und dieses Pflichtteil kann dir eigentlich niemand nehmen. Es gibt einen ganz engen Begründungskreis, mit dem man sagen kann, der hat das Pflichtteilsrecht verwirkt. Also wenn man zum Beispiel dem Erblasser nach dem Leben getrachtet hat. Aber grundsätzlich muss man sagen, das Pflichtteilsrecht besteht und es bleibt bestehen. Das kann man dir nicht nehmen. Alles klar. Eine weitere Frage, da dreht es sich ums Gehalt. Das ist sowieso heute Morgen, die Jobfragen sind ganz, ganz groß. Das ist Maria. Guten Morgen, Herr Lenzen. Mein Name ist Maria Rehl und ich wohne in Nettersheim, Eifel. Ich bekomme seit mehreren Monaten mein Gehalt unregelmäßig. Ganz aktuell ist mein Septembergehalt noch nicht ausgezahlt worden und das nächste Gehalt steht eigentlich schon an und es wird voraussichtlich auch erst sehr spät ausgezahlt werden. Wie stehen hier einfach meine Chancen, was ich gegen den Arbeitgeber machen kann oder wie ich ihn ansprechen kann? Würden Sie hier den Klageweg empfehlen? Das ist ja vor allem eine ganz schwierige Frage, weil man ja selber auch nicht in Unmut fallen möchte. Ne? Man hat keine Lust auf Streit mit dem Arbeitgeber. Was kann man tun? Ja, also man sollte immer sehen, dass man auf Augenhöhe steht. Man hat die Arbeitskraft dem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt, also hat man auch einen Anspruch auf ein Arbeitsentgelt. Mhm. Und diesen Anspruch hat man auch so, dass er pünktlich zu erfüllen ist. Das heißt, man müsste mal in den Arbeitsvertrag reinschauen, wenn da steht, bis zum 15. muss das Gehalt bezahlt werden, dann muss es bis zum 15. auf dem Konto des Arbeitnehmers sein. Und wenn es zum Ende des Monats bezahlt werden muss, dann muss es bis zum Ende des Monats da sein. So, jetzt haben wir ja hier den Monat September zum Beispiel, der noch nicht bezahlt ist. Das Arbeitsentgelt steht ihr zu und sie muss es einfordern. Das heißt, ich würde zum Anwalt gehen. Erst würde ich noch einmal ein Gespräch mit dem Arbeitgeber führen, dem sagen, bitte zahl mir das Gehalt bis dann und dann. Ja. Und das muss also das letzte Mal sein, dass ich dich anmahnen muss. Und ansonsten Weg zum Anwalt und dann muss monatlich das Gehalt eingefordert werden. Heißt aber, das reicht, wenn ich zum Arbeitgeber gehe oder muss ich das schriftlich machen, damit ich es im Nachhinein auch nachweisen kann? Also man kann ja, der Nachweis ist gar nicht mehr notwendig, weil das Arbeitsentgelt ist ja fällig. Mhm. Das ist jetzt einfach nur mal ein Gang, um den Streit wirklich auszuschalten oder dem vorzubeugen. Aber hier muss rigoros eingeschritten werden. Vor allen Dingen muss man sich ja Gedanken machen, wenn der das schon verzögert bezahlt, stellt sich mir die Frage, was ist mit den Arbeitgeberanteilen? Werden die überhaupt bezahlt? Kann er die pünktlich bezahlen? Also da würde ich jetzt tatsächlich mal ganz schnell ein klärendes Gespräch führen und zwar mit Selbstbewusstsein, weil sie hat die Arbeitskraft ja schon gegeben. Das heißt, ihr steht der Anspruch zu. Alles klar. Bei Nadine geht es noch mal ums Arbeitszeugnis. Auch diese Frage wollen wir uns noch anhören. Also meine Frage ist es, ich habe von meinem Arbeitgeber ein Zeugnis erhalten über die Beurteilung, über das Arbeiten. Und meine Frage ist es, da der Chef das nicht einsieht, dieses Zeugnis zu ändern, ob ich mich da an das Arbeitsgericht wenden kann, ob das sinnvoll für mich ist und ob ich da Chancen dazu habe, um was zu erreichen. Gut, das kennt man natürlich, ne? Zum einen nicht vollständig, zum anderen ist man vielleicht auch nicht immer zufrieden mit dem, was drinsteht. Kann ich mich da wehren? Also ich habe grundsätzlich einen Anspruch auf ein wohlwollendes Arbeitszeugnis. Ich verstehe die Anruferin so, dass sie sagt, sie sei nicht zufrieden mit diesem Zeugnis. Mhm. Da stehen vielleicht Dinge drin, die nachteilig für sie sind. Mhm. Und das Arbeitszeugnis muss natürlich immer so gestaltet sein, dass ich mich mit dem Zeugnis woanders auch bewerben kann. So, deshalb eben auch wohlwollend. Und das müsste man jetzt mal prüfen. Aber grundsätzlich steht ihr ein Rechtsanspruch zu. Und den kann sie auch durchsetzen. Sie kann dann für auch zum Arbeitsgericht bzw. zu einem Fachanwalt für Arbeitsrecht in dem Falle gehen und der sollte ihr da helfen.
Das sind wirklich viele, viele spannende Fragen, die Sie uns da schon geschickt haben, liebe Zuschauer. Es geht aber noch weiter. Ingo Lenzen bleibt noch bei uns und da freuen wir uns natürlich drüber. Gerne mehr Fragen an info@ffs-sendung.de. Danke. Ja. Ein Dresscode für Schüler, aber auch für Lehrer. Demnach sind ein sichtbarer Brustansatz, Bauchfreiheit, Unterwäsche und zu viel Oberschenkel tabu. Der